Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video mache ich mir Locken. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, aktiviere auch gerne die Glocke, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch, dort kannst du mir auch sehr, sehr gerne folgen. So Leute, und heute machen wir mal so ein Freestyle-Video, denn ich habe mir gedacht, komm, ich mache mir doch mal Locken, ja. Wie man sehen kann, ich habe auch ein bisschen Naturlocken bzw. wellige Haare. Ich bin gerade aus der Dusche gekommen, habe meine Haare mit Spülung ein wenig gewaschen. Und jetzt, Leute, was ganz außergewöhnlich ist, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das machen werde, aber heute werde ich es einfach tun. Und zwar, ich werde mir Locken machen mit folgenden Dingen hier. Das sind Mini-Gummibänder, die kosten irgendwie 1 Euro, 200 Stück. Kriegt man bei Amazon oder auch in jedem Drogeriemarkt. Ich packe den Link zu Amazon einfach mal in die Infobox rein. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr günstige Alternative, sich Locken zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze klappt. Und ich mache jetzt als allererstes ein wenig Curl Defining Cream in meine Haare von Argan Deluxe. So Leute, nicht viel, einfach nur so ein bisschen. Jetzt sind die Haare so ein bisschen geschmeidiger, das ist schon mal ganz gut. So Leute, und das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Man nimmt sich so eine Haarsträhne, ich nehme jetzt einfach mal diese hier, eine etwas größere. Geil, ne, mit Mittelscheitel und so. Geil, geil, geil. Man nimmt sich so eine Haarsträhne und man zwirbelt die zusammen, bis es nicht mehr geht. Zwirbel, 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 zwirbel. Und das dauert echt ein bisschen. Ich werde da gleich mal ein bisschen vorspulen. Man zwirbelt die so krass zusammen. Man kann das echt ganz schön lange zwirbeln. Ich sehe aus wie so ein zweijähriges Mädchen, was sich die Haare machen lässt. Scheiße. Und wenn man das Ganze zusammengezwirbelt hat, bis es nicht mehr geht, dann curlt sich das auch schon so ein bisschen, wie ihr sehen könnt. So, Leute, und wenn ihr das gemacht habt, ja, kommt das Gummiband, was ich jetzt nicht holen kann. Dann kommt das Gummiband darum, dann macht man um diese Curl hier einfach ein Gummiband und dann geht's los. So, und da das alleine etwas schwierig ist, ja, und ich glaube, meine Freundin nichts lieber machen möchte, als mir mal Locken zu machen, habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. So, und die darf mir jetzt Locken machen. Die ist übrigens ein bisschen schüchtern, ja, vor der Kamera ist sie immer ein bisschen schüchtern, aber hinter der Kamera die eine wilde Sau, eine ganz wilde Sau. Naja, auf jeden Fall, sie wird mir das jetzt mal schön fertig machen. Ich bin gespannt. Also, let's go. Das erste ist auf jeden Fall jetzt drin und wir werden das nachher mal ein bisschen vorspulen, weil ich glaube, das wird ein Weilchen dauern, bis wir das fertig kriegen. Oder? Was sagst du? Ich glaube auch. Leute, also ich sage, das Ganze sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Ringelschwanz von einem Schweinchen. Ja. Madame sagt eher, das sieht aus wie Törtchen, aber es kommt wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil sie so gerne Törtchen isst. Weiß nicht, was ihr dazu sagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Hashtag Törtchen oder Hashtag Ringelschwanz. Geile Scheiße, Leute, guckt euch das an. Sehe ich geil aus oder sehe ich geil aus? Ich sehe gefühlt aus wie Roberto damals, als er bei Bayern München gespielt hat. Der hat ja auch manchmal so freaky Frisuren. Aber jetzt schauen wir mal, was sich daraus ergeben wird. Ich sage jetzt Dankeschön. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und falls ihr sie auch mal im Vordergrund sehen möchtet, ja, dann schreibt es in die Kommentare rein. Leute, der ganze Spaß ist auch gar nicht teuer, ja, weil diese Gummis, ja, wie ihr sehen könnt, ist hier noch über ein Fünftel der Gummis drin. Wir haben vielleicht, sagen wir mal, 20 Stück verbraucht, das war's, oder 30. Und hier sind, glaube ich, über 200 Gummis drin. Also von daher ist das Ganze eine sehr kostengünstige Angelegenheit. Das Einzige, was man mitbringen muss, man muss Zeit und Geduld mitbringen und am besten noch jemanden, der das für einen macht. Aber ansonsten geht das relativ fix. Und jetzt werde ich meine Haare dementsprechend ein bisschen föhnen und mit Haarspray fixieren und einfach mal ein bisschen abwarten. Ich habe jetzt ungefähr so 2,5 Stunden gewartet.
Jetzt nicht irgendwie aus besonderem Grund, weil ich glaube einfach, dass wenn man länger wartet, es besser hält. Man kann auch nur eine halbe Stunde warten, wie auch immer. Aber jetzt brauche ich erstmal wieder Unterstützung von der lieben Franziska, die mir jetzt diese Knötchen hier aus den Haaren macht. So Leute, finally, wir haben alle Gummibänder raus und ich habe einen, ja, ich würde mal sagen, das ist schon ein bisschen mehr als Locken, das ist schon fast ein Afro, würde ich sagen. Also das ist echt krasser Shit, was hier auf meinem Kopf drauf ist. Ja, wenn du da draußen, wenn du da draußen jetzt zum Beispiel glatte Haare hast und dir mal Locken machen möchtest, ist auf jeden Fall eine gute und günstige Alternative. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist ein wenig Zeit und am besten auch eine Person, die dir hilft. Ich bin froh, dass mir jetzt meine Freundin hier geholfen hat und das sieht echt krass aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen riesen Afro dadurch bekomme. Meine Haare neigen dazu, etwas trocken zu sein und ja, ich meine, was soll ich sagen? Daniel mit einem Afro. Geil. Ja Leute, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Curl Defining Cream rein. Mal schauen, ob das was bringt. So Leute, ich höre jetzt immer auf hier mit der Curl Defining Cream. Wie man sehen kann, ja, habe ich ja echt hier eine krasse Mähne auf dem Kopf dadurch bekommen. Und ja Leute, wenn du da draußen jetzt auch mal irgendwie die Bock hast, Locken zu machen, dann schnapp dir ein paar Gummibänder, curl deine Haare und warte ein wenig und dann hast du auf jeden Fall auch eine fette Lockenpracht auf dem Schädel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Denkt dran, Support ist kein Mord. Ansonsten schreibt gerne einen Kommentar, was ihr denkt, wie ich aktuell aussehe. Bis dahin, macht's gut. Peace out.